Servus Leute, upsa. Und willkommen zu einer neuen Folge von Days Gone. Boozer, Boozman, du wirst mir den Scheiß nicht glauben. Nick, was ist? Iron Mike ließ ihn laufen. Warte, ließ wen laufen? Skizzer, er hat ihn einfach laufen lassen. Er hat ihn einfach seelenruhig aus dem Camp fahren lassen, verdammt. Hast du gehört, was ich sagte? Ja, Nick, ja schon, aber Jesse... Der zweite, der mir das sagt, ich muss los. Okay, Boozman, du bist schon der zweite, der mir das sagt, ich muss los. Alter, wie der sich da durchschmitzelt. Na, wie ist das? Alter. Okay, Boozman, du bist schon der Zweite, der mir das sagt. Ich muss los. Dicken Ende. Ein schöner Haufen Vergewaltiger, Diebe und Mörder seid ihr. Was macht ihr wohl hier draußen, ha? Auf der Suche nach leichter Beute? Leak, hey, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Ich muss mit dir reden. Hey, Ricky, okay. Ich bin auf dem Weg. Dicken Ende. Lass mich erst noch nach. Jetzt fängst du an zu schreien, nachdem ich alle umgelegt habe. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Was? Camp? Wo? Wo? Zeig's mir. Ich geh hin. So, Iron Mike. Da fehlt ja nicht mehr viel. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel. Und da haben wir die 25.000. Sehr geil. Da haben wir die maximale Vertrauensstufe. Hoffe ich jedenfalls. Danke, ich war im Arsch. Heilige Scheiße. Ich war so gut wie tot, weißt du? Vielen, vielen Dank, Mann. Ich... Danke, danke. Ja, ja. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Jetzt kommt wieder dieser geile Soundtrack hier. Dieser Sound ist echt geil. Ich muss mal langsam tanken, sehe ich gerade. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu Sarahs Gedenkstein, bevor wir die nächste Mission da angehen. Ach Gott sei Dank, da ist ein Tank. Wenn wir beschäftigt sind mit Gerede über polare Eiskappen, genetisch verändertes Essen und Dschihad, sind wir blind für das, was hinter dem Vorhang wirklich abgeht. Lasst euch nicht von all ihren Manövern täuschen, Leute. Sie sprechen über andere. Schaut ihn auf die Finger. Hier ist Mark Conrad für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Also dein weiser Rat, Corp, ist anzunehmen, dass alle wie gedruckt lügen. Meinst du das, ja? Also, das ist, um ehrlich zu sein, ein ziemlich guter Rat. Ja, es kommt ein bisschen später, aber es ist ein guter Rat. Mann, die Kommentare von dem Kerl, ey. Es tut mir leid, also ich kann das echt nicht wirklich ernst nehmen. Deke, hier ist Tucker. Oh nein. Komm vorbei, ich hab Arbeit. Och nee. Was will denn die Alte jetzt schon wieder? Tuck, hey, okay. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Deke, Ende. Naja, ist ja gerade in meiner Nähe. Hey, ich bin's. Ich weiß, es ist eine Weile her, dass ich hier war. Es ist nur, okay, wir hatten wieder Ärger mit den Rippern, mit Carlos. Es kam raus, dass Carlos so ein mieser kleiner Gangster von früher ist. Er war damals Vollmitglied im MC. Ja, ich weiß. Wie hoch sind die Chancen, dass ausgerechnet er überlebt? Jesse, Arschloch Williamson und so viele andere starben. Und ich hab dir nie erzählt, was mit Jesse passiert ist. Du
Du hast es gehasst, wenn ich vom Club erzählt habe. Also sagen wir mal, es ist was echt Schlimmes passiert. Und Jack, er hat Jesse aus dem Club geworfen und dann verliert man seine Abzeichen. Also das war ein Problem. Also das Problem war, Jesse hatte ein Mongrels-Tattoo, so wie ich. Ja, also ja, ich und Boozer und Jersey Jim, wir hielten ihn fest und Jack entfernte es mit einem Schweißbrenner. Dazu, ich bin nicht stolz darauf. Echt nicht. Ich hab's dir nie gesagt, weil ich wusste, du könntest nie mit jemandem zusammen sein, der so etwas tun kann. Und, hey, weißt du, ich könnte sagen, ich hab mich geändert, aber jetzt gibt es keinen Grund mehr, dich anzulügen. Ich hab ihn umgebracht, Jesse. Ich musste, er war ein gottverdammter Psychopath. Aber nicht nur ihn, Boozer und ich, wir haben sie hochgejagt. Die Ripper, wir haben ihr Camp hochgejagt, wir haben sie wie die Ratten ertränkt. Und weißt du was? Es tut mir nicht mal leid. Ich dachte, das solltest du wissen. Okay. Ich muss los. Ich komme später wieder. Ja gut, das war ja abzusehen. Das war ja abzusehen, dass der irgendwas gemacht hat und rausgeworfen wurde. Also jeder von euch, der die Sans einmal gesehen hat, also die Serie, der weiß ja, dass mit dem Ausbrennen. Passiert ja, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten Staffel, wo man das mal mitbekommt. Ich glaube, es war in der ersten Staffel. Kann ich jetzt nicht 100% beschwören, aber ja. So. Und Tucker hat was für uns. Eine Kopfgeldjagd. Ah ja. Komm. Machen wir eine Schnellreise, Machen wir eine schnelle Schnellreise? Okay. Da fehlt auch nicht mehr viel, dann habe ich die volle Vertrauensstufe. Wir sind es, die jetzt das Sagen haben. Und wir machen es 10-mal besser, als die es je konnten. Und Tiefluft. Und haltet sie an. Ihr seid jetzt freie Menschen. Niemand kann euch das je wieder nehmen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, Korb, den Schmerz kenne ich. Wer kennt den verdammt nochmal nicht? Tja, der verdammte Jesse Carlos Williamson. Ruhe er in Frieden. Bitteschön. So, danke für den Schalldämpfer. Komm. Wieder? Ich werde mir die Waffen kaufen. Ich muss sie ja noch nicht ausrüsten, aber dann habe ich sie wenigstens. Kraftvoll. Guter Schuss. Die wird dir gefallen. So. Hä? Im miserablen Zustand im... Okay. Gute Wahl. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wieso habe ich die jetzt da zweimal gehabt? Ja, tatsächlich. Einmal miserabel, einmal gut. Okay. Danke. Okay, klar. Tja, keine Ahnung. Was brauchst du?
Hey, Ada. Deke. Ach, ich habe einen Job für dich. Alte Schrumpelotze. Das schaffst nur du. Was gibt's? Weißt du noch, als ich dir die Grabung gezeigt habe? Und Essen fehlte? Ja, Wheeler hatte Wache. Er hat nicht nur Wache gehalten. Er hat uns ausgeraubt. Jetzt hockt er mit ein paar anderen nördlich von Patchen's Lakes. Weißt du wo? Ja, weiß ich. Finde den Mistkerl und töte ihn. Er hat eine Taschenuhr. Sie geht noch. Bring sie mir. Wheeler, okay. Naja. Was kann ich für dich tun? Wie laufen die Geschäfte, Sam? Ich mach das. Das wäre schon irgendwie geil, wenn die... Was? Ich habe mein Bike verloren, ich sitze drauf. Ich würde es irgendwie geil finden, wenn es die Möglichkeit geben würde, dass es freie Camps da draußen gibt. Ich nenne sie jetzt mal freie Camps, nicht die Hauptbands, Hauptcamps. Und dass die von den Horden auch attackiert werden können. Das wäre irgendwie cool. Das war weniger cool. Oh, ich find's gut, dass du wartest, danke. Vielen Dank. Sehr freundlich von dir. Alter, was ist denn jetzt, was ist denn da los? Auch mies sein. Ständig werde ich von irgendeinem gejagt. Kurz bevor er mich kriegt, fahre ich weg. Die armen, armen Hordis. Freakers. Was ist das? Das muss Wheelers Camp sein. Ich muss zu Fuß weiter. Ja, das Camp, das kenne ich doch. Wheeler, da ist der Schasker. Das ist schlecht. Nix damit, Rückzug. Ist jetzt nicht so schön gelaufen, wie ich wollte. Eigentlich wollte ich da jetzt hochrennen. Also Granate werfen, hochrennen, den Typen schnell im Nahkampf töten und dann den Rest einfach erledigen. Ja. So viel dazu. Diese Scheißbären fallen. Jedes Mal laufe ich da rein. Nein!
Ich hab sie doch noch gesehen. Das darf man echt nicht so laut sagen, dass man hier ständig in irgendwas reinläuft. Gerade sagen, das hört sich doch echt nach einer Horde an. Komm, erledigen wir sie. Das Wasser ausnutzen. Das war ja auch nur eine kleine Horde, muss man jetzt auch wirklich sagen. Aber das ist gut mit dem Wasser. Dass das die Freaker genauso abbremst wie mich. Gut zu wissen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Ohren ich da eingesammelt habe. Aber ein paar werden es wohl gewesen sein. Wow! Zum oh, Scheiße. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Endlich. Verdammt. Schrott ist immer gut. Schrotte die Schrott, genau. Schrott ist immer gut. Ja, Moment, da ist ja noch was. So. Thank you.
So, komm. Na? Na, viel wird es nicht gewesen sein. Ja, ein paar 50. Hey, Mercer, wie läuft's? So. Hey. In der Küche werde ich jetzt nichts abgeben, das gebe ich dann bei dem anderen ab. Oder nein, das gebe ich ab, ich habe ja noch eine Quest. Ist erledigt. Sehr gut. Jetzt weiß Wheeler wohl, dass man Ada Tucker nicht beklaut. Nein, ich schätze, er weiß jetzt so ziemlich gar nichts mehr. Ich schreibe dir Punkte gut. Und wart's nur ab. Ich werd's nur schaffen, dich und Boozer zum Bleiben zu überreden. Und Teil der Familie zu werden. Ja. Viel Glück dabei. Irgendwie habe ich das Gefühl, da wird es irgendwann noch eine Revolution geben gegen die Alte. Hey, wie geht's? Sunny. Ah, mir fehlt eine Spülmaschine. Das war's erstmal. Guck mal, es fehlt echt nicht mehr viel. Spätestens bei der nächsten Quest hier. So, jetzt muss ich aber mal überlegen. So, mal sehen, ob ich da runterkomme. Jetzt zum Abschluss der Folge noch so Neo-Injektor finden, wäre ja ganz nice. Und eigentlich müsste ja die Sperre jetzt aufgehoben sein. Ja, sie ist aufgehoben, ich komme durch. Irgendwie. So, mal sehen, wann ich hier die ersten Nester finde. Oh, sorry. Ein Ripper, Cam. Ach, verdammter Ripper. Ah, ich werde auch noch zurückkommen. Aber jetzt, mit der Folge, will ich das Nero Camp. Als ob da Blut, da ist Blut im Wasser. Wow! Was soll denn die Scheiße?
die waren da drin. Mal sehen, was ich hier finde. Alpaka-Farm! Hab ich das gerade richtig gelesen? Alpaka-Farm! Oha! Ach, das sind wieder so ein paar Wahnsinnige. Ich glaube, ich habe ein Nest entdeckt. Was war denn das gerade? Viel Munition übrig. Kacke. Ach, verdammt, keine Muni mehr. Ach, was soll's. Ist ja nur noch einer. Scheiße. Aua, Wand. Ich wollte eigentlich hochklettern. Ich frag mich, ob die Freaker... also ob die Ripper die Freaker angreifen. Ja, so viel zu leise. Da sind Männer! Ich bin immer noch nur einer. Nein, ich weiß genau, wo ich bin. Ich habe euch immerhin alle gar absaufen lassen. Du hast Hunger, wir sind satt. Was soll denn das für eine Aussage sein, hä? Ihr seid fast alle tot. So vereint seid ihr jetzt auch nicht. Alter. Ja, geh doch.
Guck mal, da ist der Generator. Lass mich raten. Kein Benzin mehr. Oh ja, klar. Benzin. Ach, mit dem Vorschlaghammer macht es einfach mehr Spaß. Zurück, zurück! Willst du die? Stopp! Lasst mich euch Carlos Wort! Worte von Carlos hatte ich genug. Brauche ich jetzt nicht noch welche. Vor allem seine letzten Worte hatte ich. Wieso werft er mit mir... was? Wieso werft er denn Rauchgranaten nach mir? Was soll denn der Scheiß? Und na bitte. Wird nie langweilig. Naja, danke für das Ohr. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. So, mal sehen, ob noch irgendwo was an ist. Kaputt. Na dann. Kann es einem aber auch wirklich schwer machen. Ja, grünes Licht. Grünes Licht. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Ah, ist mir egal. Egal was jetzt kommt, ich schläg's einfach um. Oh fuck! Ja, komm schon! Alter, das Ding ist wieder Hulk! Von dem Körper. Oh. Waren das alle? Ja, verdammt. Ach schade, ich hätte jetzt gerne mal das ganze Blut, den ganzen zerfetzten Oberkörper gerne gesehen. Na toll. Da ist nur einer. Jetzt aber schnell. Das klingt aber auch irgendwie groß. Fuck.
Alter, das Ding stirbt nicht! Ich hab nur noch mein Messer. Und Molotow-Cocktails. Wow. Ja, aber jetzt reicht's mal langsam. Okay. Dann schauen wir mal. Ja. Mehr brauche ich jetzt langsam echt nicht. Komm, du wirst doch ein bisschen... Achso, warte, das war Nahkämpfer, ja. Neuro-Injektor. Ja! Ja! Konzentrier dich, konzentrier dich. Sehr gut. Maximale Vertrauensstufe. Ich bin überrascht, dass hier nicht noch irgend so ein, sagen wir es, so ein Gerät ist, so ein, eine Aufnahme. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, Leute. So. Keine Munition, das ist echt mies. Aber noch einen Vertrauenspunkt auf, ausgeben. Ein Vertrauenspunkt, ein Fertigkeitspunkt. Das habe ich hier. Erhöht die Munitionskapazität. Sehr gut. Und den Durchschlag will ich. Achso, ich habe gar keinen Fertigkeitspunkt bekommen. Ja, okay. Ich werde auf jeden Fall den Durchschlag erhöhen. Ach, gut. Da wird noch ein bisschen Munition für mich sein. Ja. So, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt das Hinterhaltcamp mal attackieren. Also in der nächsten Folge. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis dann.